Die Insel hat ihn zur Szene-Ikone gemacht. Es war immer mit dem Herz eigentlich so. Es war immer so mein zweites Zuhause hier. Und nach wie vor ist für mich die Insel immer noch so powerful. Harte Beats für die Feriengäste aus ganz Europa. Sven Feth nennt es die Rückbesinnung auf den minimalistischen Techno von einst. Eine Innovation ins Gestern, seine Strategie gegen die immer kommerziellere Musik. Der Technopapst möchte als Purist gesehen werden, einer, der keiner Bewegung folgt. Doch der Kampf der Clubs um die Gunst der Gäste wird immer härter. Er wird mittlerweile auch auf Kosten der Musik und der Innovation ausgetragen. Ein nicht ganz freiwilliger Wandel, denn der Geschmack der Generation X ändert sich. Die Strandbar Café Del Mar hat inzwischen Musikgeschichte geschrieben. Von hier aus startete die sogenannte Lounge-Musik ihren Siegeszug durch die ganze Welt. Ruhige Klänge, manchmal südländische Rhythmen und ein entspanntes Ambiente. Der Franzose Bruno Lepretre führt diese Tradition fort. Dabei möchte er bloß eins nicht: entdeckt werden. Denn nur wer im Underground bleibt, kann Zeichen setzen. Sie müssen wissen, es gibt ein paralleles Phänomen auf Ibiza. Auf der einen Seite gibt es die Clubszene, die immer mehr Menschen mit immer massentauglicherer Musik lockt. Auf der anderen Seite gibt es jene Leute, die zwar früher wegen der Clubs nach Ibiza gekommen sind, heute aber nicht mehr da reingehen. Aber sie kommen weiterhin zu uns, an die Chill-Out-Bars und entspannen an den Stränden. Letztendlich kommt man ja deswegen nach Ibiza. Doch die Musik Café Del Mar ist mehr als bloßer Balsam für rhythmusgeplagte Seelen. Sie ist Hymne für ein festes Ritual. Jeden Abend wird hier der Sonnenuntergang zelebriert, inszeniert. Kollektivromantik an einem zu betonierten Strand. Auf dieser Erfahrung beruht der millionenfache Verkaufserfolg der Café Del Mar CDs. Ein Ausbruch aus den dunklen Techno-Höhlen hinein ins Licht. Wer die Musik hört, sieht den Sonnenuntergang. Sie ist der klanggewordene Traum der Ferne einer ganzen Generation. Genuss ist hier am Café Del Mar ganz einfach. Man sitzt auf den Felsen, vielleicht mit einem kleinen Sangria, schaut sich das Meer und die Leute an, der DJ legt stimmungsvolle Musik auf und man relaxt ganz einfach. Je später es wird, desto belebter wird es auch. Touristen mischen sich dann mit bizarren Gestalten, die abends für die Discos Werbung machen. Und es geht eigentlich auch gar nicht so sehr um das Café an sich, als vielmehr um die Atmosphäre, um die Leute, um die Stimmung, um den Strand und um das Meer. Auch Hippies fühlen sich hier ganz wohl und mit denen hat hier auf der Insel ja quasi alles angefangen. Die Insel der Hippies. Yaron Marco, in Israel geboren, ist seit 1976 auf Ibiza zu Hause. Er lebt vom Verkauf von Trommeln und von der Musik. Es waren die Blumenkinder, die in den 60er Jahren Ibiza als ihr Paradies entdeckten und die Insel aus einem Dornröschenschlaf weckten. Im Winter in Indien kamen sie ab dem Frühjahr auf die Baleareninsel. Die Hippies waren Wegbereiter. Ihnen folgten in den 70er und 80er Jahren die Touristen. Und mit dem Massentourismus kam der Wohlstand. Heute gehört Ibiza zu den Regionen mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Spanien. Hat sich dadurch auch viel verändert, so sind viele Hippies der Insel doch treu geblieben. Sí, hay muchos hippies aquí. Lo que pasa que con el tiempo ya no se ven así. Ja, es gibt noch viele Hippies hier. Doch die Insel ist in den letzten 20 Jahren sehr in Mode gekommen. Da ist es schwer, in dieser Gesellschaft als Hippie zu überleben. Wir bleiben unter uns, prägen nicht mehr das Bild der Insel.